Wir kennen vielleicht alle die Situation, dass Sie irgendwas installiert haben, irgendwas deinstalliert haben und plötzlich funktionieren Programme, die vorher funktioniert haben, die gar nichts mit dieser De- oder Installation zu tun haben, nicht mehr. Bei Profi 3 kann es natürlich genauso gehen, dass Sie irgendwas deinstallieren und plötzlich funktioniert eine Abhängigkeit nicht mehr, die Wavi Profi 3 hat, weil vielleicht ein anderes Programm eine Registrierung aus Windows entfernt, die es vielleicht nicht hätte entfernen sollen. Egal, jetzt haben wir natürlich zwei Möglichkeiten. Die einfachste ist natürlich die, dass Sie auf Administration, Systemeinstellungen gehen, upsala, na, und nun hier OCX oder DLL registrieren gehen. Wenn Sie das auswählen, sagt er, okay, dann gib mir mal bitte das Wavi-Verzeichnis. Ja, dann stellen Sie sich halt auf Ihr Wavi Profi 3-Verzeichnis und sagen, okay, nun überprüft Wavi Profi 3, ob die Registrierungen durchgeführt, also ob die Registrierungen vorhanden sind oder eventuell fehlende durchgeführt werden müssen. Es kann sein, dass diese Registrierung natürlich administrative Rechte erfolgt, also benötigt. Dann schlägt das fehl, weil er sagt, ja, ich kann nicht registrieren. Dann müssen Sie lediglich eins machen. Sie klicken mit der rechten Maustaste auf Ihr Icon auf den Desktop, also auf das Wavi Profi 3-Symbol, auf das rote, und sagen dann als Administrator ausführen. Und schon haben Sie administrative Rechte und es darf in der Windows Registry geschrieben werden und dann sollte es beim nächsten Programmstart wieder einwandfrei funktionieren.